Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play KX Street. Yo, es ist endlich soweit. Ein Spiel, wo ich vermute, dass es niemals überhaupt rauskommt, ist endlich spielbar, meine lieben Damen und Herren. Wie ihr seht, erst einmal hier auf dem Handy oder auf dem Smartphone unterwegs. War eigentlich schon lange nicht mehr zugemacht auf solche Videos. Aber ja, KX Street ist bislang erstmal nur auf iOS verfügbar. Android soll wohl jetzt zeitnah bald kommen. Da gab es ein bisschen Stress mit dem Store, dies, das, sind sie dran am Arbeiten. Und eigentlich am 15.12. soll es ja dann auch kommen für den PC. Wobei ich momentan nicht der Annahme gehe, dass der 15.12. eingehalten wird. Aber davon ab. Wir können es aber jetzt endlich spielen. Es ist auch, wie gesagt, auf iOS verfügbar. Und ich dachte, da müssen wir unbedingt mal reinschauen. Weil ich bin ja an sich großer Fan von KX Drift Racing. War super, super nice. Und das Ganze als Open-World-Spiel, why not? Vor allem auch mal ohne Driften, weil es gibt ja auch jetzt andere Antriebskonzepte neben Allrad und Heckantrieb. Hier gibt es ja auch Frontantrieb und sowas. Und deswegen dachte ich, schauen wir doch mal rein. Und ja, wir gehen erstmal ins Benutzer-Overlay. Ich muss erstmal reinkommen. Ich, wie gesagt, ich bin normal kein Mobile-Gamer. Also ich komme am Handy, ich werde jetzt hier komplett überfordert sein mit der Touchscreen-Steuerung. Da leichtes Bremsen. Da können wir hier so ein bisschen nur den ganz leichten C rausholen. Leichtes Beschleunigen, starkes Beschleunigen, Nitro, manuelles Bremsen, also in Klammern eigentlich meinen sie die Handbremse, aber nevertheless. Ja, die Steuerung kann in Einstellungen geändert werden. So, hier haben wir das ganze Herd. Wir haben oben mit der Menü, Minikarte, auf die Straße. Dann haben wir Geld. Ich muss gar nicht da oben hingucken. Ich habe ja vor mir auch ein Bild. Nitro, Benzintank. Oh, ja. Oh, wir haben einen Benzintank. Okay, okay. Wir müssen auf unseren Sprit achten. Das ist auf jeden Fall eine Mechanik, die ich bei keinem anderen Open World Racer jetzt so im Kopf hätte. Und ob unsere Stabilisierung an ist oder nicht. Okay. So. Wir haben anscheinend, ich liebe es jetzt schon, wir haben anscheinend Neigung an. Ich hätte gerne keine Neigung an. Wo ist das Menü? Ich will in das Menü. Okay, anscheinend kann ich gerade noch nicht aufs Menü zugreifen. Heißt, ich muss jetzt gerade erstmal mit der Lenkung arbeiten. Was ich nicht so geil finde. Ich würde gerne. Ich meine, es gibt eine Touchscreen-Steuerung. Die hätte ich gerne. Aber gut. Ich habe gerade so lange gebraucht, dass das Spiel jetzt einfach diese Intro-Cutscene, dieses Intro-Tutorial übersprungen hat und gesagt hat, okay, wir machen weiter mit dem Spiel. Der Mann ist jetzt schon maximal mit sich überfordert und der Außenwelt. Die erklären ihm das gleich. Nee, also ich meine, die Steuerung kann man auch ohne die Bewegungssteuerung machen. Ich mag das beim Handy nämlich nicht. Vor allem, wenn wir jetzt hier so ein schönes HDI-Kabel dran haben, mag ich damit gerne ungern durch den Raum schwenken mit der Steuerung. Ist ungewohnt, bei einem KX-Spiel so eine Intro-Cutscene zu haben, ne? Hier. Das gibt mir gerade fast Hughes, weil sie schön im Dock hat sich ja jemand irgendwo ein paar DVD-Player geklaut. Ich sage dir, hier wurden irgendwo DVD-Player geklaut. Ah, oder Autos. Hier wurden Autos geklaut. Okay, wir dürfen uns unser Starter-Auto aussuchen. Wir haben einen schönen Civic, wir haben Mazda MX-5 oder ja so ein Nissan-Pickup. Ich muss ja sagen, von den dreien würde ich, glaube ich, am ehesten nehmen, den Civic, weil neu, den gibt's in KX Drift Racing nicht und hat Frontantrieb. Heißt ganz anderes Konzept, was wir so aus KX sonst gewohnt sind. Deswegen, ich würde mal sagen, nehmen wir den Civic. Ist vor allem die günstigste Kiste auch noch. Schön, wenn das auf dem originalen Teil der Markt genauso wäre. Obwohl, ich glaube, so aufstellungstechnisch passt das schon mit echten Wagenwerten. Also von der Riege, nicht von den Preisen. MX-5 wäre nach für 4.000. Alter, da kaufe ich Dutzende von. Wir nehmen den Civic, bitte. Dankeschön. So, da kommt er doch. Hier kommt er schön rausgefahren. Ist doch schick, die Kiste. Sein erstes eigenes kleines Kfz. So, wie jetzt so mit Cutscenes und so. Ah, jetzt kann ich doch ins Menü, ne? Ah, wunderbar. So, Steuerung. Tasten, dankeschön. Jetzt habe ich das Ding mal umgestellt. Jetzt geht's mal wunderbar. Ich könnte die ganze Zeit vor mir aus dem Bildschirm gucken, aber ich bin natürlich gewohnt, aufs Handy-Display zu starren. Problem ist, ihr seht da die ganze Zeit immer mein Vorderkopf. Total bescheuert. Ja, würde ich sagen, passt soweit. Grafik. Ja, das ist sehr schön eingestellt auf jeden Fall. Passt soweit. Und ja, das würde ich sagen, lassen wir so. Jetzt dürfte ich lenken können. Okay, wir sind auf der Map. Wir haben jemanden neben uns, also eine nette Dame anscheinend. Glaube ich zumindest. Hier vorne rechts neben ist jemand. Kann ich mit dir quatschen? Ah, neues Haus. Ja, neues Haus, würde ich sagen. Machen wir mal. Hallo, ich bin Ellie. Unser gemeinsamer Freund hat mich gebeten, dir zu helfen. Ich finde aber gut, dass ich dieser Tutorial-Teil natürlich gerade komplett wegfahren hätte können. Ne? Also ich vermute es mal, dass das Spiel mich nicht davon abgehalten hätte, die City mehr anzuschauen und nicht das Tutorial zu machen. Wir haben schon ein StreetNet-Konto für dich eingerichtet. Das ist eine neue App, mit der die Clubs in der Stadt Rennen organisieren. Die sind fantastisch und die Belohnungen sind einfach nur verrückt, aber dazu später mehr. Zuerst erzähle ich dir, wie die Dinge hier ablaufen. Okay, wir wollen, dass du für dich wohlfühlst, also haben wir ein Geschenk für dich. Irgendwann kannst du dir vielleicht ein Haus in den Bergen leisten. Alice, kurze Sache an dich. Schreib mir nie wieder mit solchen Emojis. Dankeschön. Ich kann die Frau jetzt schon nicht mehr ernst nehmen. Alle Dialoge sind ab jetzt nicht mehr auf ernster Basis. Aber erst einmal bekommst du ein gemütliches Zimmer am Hafen. Das klingt doch gemütlich.
Mit mehr Blick? Ich sag mal so, das ist an sich auch nicht schlecht. Komm, ich zeige es dir. Du siehst die Koordinaten auf StreetNet oder auf der Minikarte. Es ist nicht weit. Okay, wir sollen da hinfahren. Dann gucke ich jetzt mal, dass ich mit der Steuerung jetzt klarkomme. Und wir fahren aber rüber. Und das ist jetzt schon ein weirdes Gefühl, KX, mit einer Open World. Ich sag, wie es ist. Das ist, das fühlt sich weird an. Aber wir werden damit reinkommen. Wir werden das auf die Kette kriegen. So, ich muss jetzt mal ein bisschen mit den Bremsen klarkommen. Wir haben nämlich ein leichtes Bremsen und ein starkes Bremsen. Also ob kleiner Zeh oder komplett einfach den ganzen Fuß drauf bügeln. Aber jetzt schon mal das Hafengebiet, was ich persönlich schon mal ganz schick finde, muss ich sagen. Vor allem, man muss immer sagen, ich bin auf dem Handy, ne? Das sieht hier schon ganz schön gut aus. Über kleine Framerate-Ruckler nicht meckern, das liegt daran, dass wir natürlich nochmal das Spiel über HDMI abgreifen. Heißt, das Spiel muss, der Handy muss gerade zweimal das Bild darstellen. Irgendwann ist auch bei einem iPhone am Ende. So, das ist unser Haus 95, okay. Und das ist dein neues Zuhause. Du kannst von überall in Sunset City schnell hierher gelangen und deine Fahrzeuge parken. Neue Häuser kannst du über StreetNet kaufen. Hier kaufe einen neuen Parkplatz. Du bist gut. Das Haus ist für Oma, aber der Parkplatz kostet 1000. Interessantes Konzept. Okay, so, das ist unsere Map auf jeden Fall, die wir jetzt hier haben. Das ist auf jeden Fall schon mal die ganze Karte. Kann ich noch weiter rauszoomen? Jo. Innenstadt, Vorort. Alter, das ist echt riesig. Warte mal, das ist Vorort. Wo ist denn dann? Ah, nee, das ist Innenstadt. Hier ist Hafen. Okay, das ist die komplette City. Hier oben haben wir dann ein paar Bergstraßen. Aber hauptsächlich dreht sich das Spiel natürlich hauptsächlich um die City, die an sich, muss ich sagen, so vom Aufbau erstmal ganz schön schick aussieht. So, wir haben ja... Muss ich jetzt noch einen Parkplatz kaufen? Nee, Parkplatz 1 von 3. Ich habe ja schon einen. Ich könnte jetzt zwei weitere kaufen, aber... Mache ich jetzt nicht, weil ich glaube, das Geld wäre sinnvoller bei mir investiert im Auto. Ne? Dann machen wir mal nicht. Zurück. So. Ah, wo kommt... Das hätte sich, glaube ich, öffnen sollen. Na gut. So, Weltkarte. StreetNet wurde für Rennfahrer gemacht. Es hilft dir, Rennen zu finden, ein Fahrzeug zu kaufen und einen Club zu beizutreten. Bereite dein Fahrzeug vor, tritt bei BC und besiege den Boss. Erhalte Zugang zu Elite-Rennen bei den Juniors. Da sollen wir jetzt erstmal, denke ich mal, unser ersten Rennen fahren. Haus ist Fahrzeuglager und kostenlos im letzten Haus können wir machen. Also dahin können wir immer kostenlos schnell reisen. Tankstelle, Sportbenzin und Nitro immer auf Lager. Muss ich mir Nitro auch kaufen? Tuning und Styling Shop. Es gibt einen eigenen Shop dafür. Oh, das ist geil. Wo ist denn der Tuning und Styling Shop? Das sind die Zahlen. Okay, wir sollen ja bei Junior Rennen. Das sind Junior-Dinger. Sind das die Junior-Dinger? Sprint. Ich vermute mal, dass das die Rennen sind. Ich würde mal sagen, wir fahren erst eine Rennen oder gehen wir erst zum Tuning? Ich bin sehr hinterhergerissen, ob ich erst tunen sollte oder erst fahren sollte. Aber ich glaube, wir fahren erstmal ein schönes Rennen. Von aber auch eins. Schnell, okay, wir können auch schnell reisen, kostet aber extra. Ich würde mal sagen, wir machen mal eine Route. Wir fahren jetzt einfach mal zu dem ersten Rennen hin. Gucken mal. Denken wir. Ja, gut, das Emoticon ist da immer. Das Ding ist da immer noch, weil wir. Zeit zum Tanken. Weil wir da noch ins Haus können. Was will denn jetzt von mir? Ich muss aufpassen, dass ich nicht mehr in Rückwärtsgang bleibe. Weil wenn ich zu lange die Bremse drücke, gehen wir in den Rückwärtsgang. Ich will ja nur bremsen. Ja, so, jetzt. Dein Fahrzeug kann sich sehen lassen, aber weiß ich nicht. Aber der Treibstofftank ist fast leer. Wir müssen auftanken. Ich habe hier schon eine Tankstelle auf Karten, es gibt genug Benzin. Ja gut, dann fahren wir erstmal tanken und dann rennen. Die Reihenfolge macht vielleicht Sinn, mit nicht leeren Tanken rennen anzugehen. Ich meine, wir haben noch einen halbvollen Tank. Nitro ist sogar voll. Aber na gut, wenn sie meint. Dann fahren wir erstmal rüber zur Tanke. Und schau mal, ich muss ein bisschen mit dem Handy klarkommen. Ich finde Touchscreen-Steuerung ist halt immer so ein bisschen weird. Ich muss die Tage mal probieren, ob das Ding vielleicht Controller-Support hat. Ob der Xbox-Controller hier funktioniert bei dem Game. Das wäre natürlich ziemlich geil, weil das würde viel verbessern. Weil ich muss irgendwie so haptisches Feedback haben. Ich finde so auf einem Glas rumzudrücken, wo ich kein Feedback für kriege, ist irgendwie weird. So, jetzt sind wir in der Szene. Ja, aber dran gewöhnen. Hier ist auch Gegenverkehr. Hoppala, und wir untersteuern ein bisschen. Aber hier ist ja Gegenverkehr. Da müssen wir ja dran denken. Wir sind ja hier nicht alleine. So. Also ist jetzt auch nicht super viel los, aber ein oder andere Verkehrsteilnehmer kann mir in den Weg kommen. Und glaub mir, den werde ich radikal mitnehmen. So, Tankstelle, Hallöchen. Bremsen, 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 mehr bremsen. So. Du bist da. Einmal volltanken bitte. Ich warte, $600. Mein Gott, das entspricht den aktuellen offiziellen Spritpreisen. Ist gar nicht unrealistisch. Fast hätte ich es vergessen, hier für das Benzin, das sollte auch fürs Nitro rein. Gut, das Nitro kostet ein bisschen Kohle, ne? Das würde ich behaupten. So, 600. Benzin, 5 Liter, voller Tank. Und man kann auch kostenlos, nebenbei das Spiel ist kostenlos, ne? Also wenn ihr Werbungsinhalte und so seht, natürlich irgendwie müssen die den Bums finanzieren. Man kann auch kostenlos tanken, wenn man sich eine Werbung anschaut. Auch ganz nice, dass es die Option gibt. Ich würde mal sagen, wir tanken einmal voll. Und nochmal Nitro, ne? Aber wir haben noch Nitro voll. Nee, Nitro brauche ich doch gar nicht mehr. Ich habe einen vollen Nitro-Tank. Warum soll ich Nitro reinballern? Das sehe ich ja gar nicht ein. Gut, fahren wir mal wieder zu ihr. Ich muss immer zu ihr juckeln, damit wir weitermachen. Zeit für Training. Okay. Du bist fast bereit für ein Rennen. Aber dein Fahrzeug ist noch nicht besonders...
gerade noch sagen, mein Auto ist geil. Ja, da merke ich schon, welcher Wind hier weht. Es wäre gut, es ein wenig aufzumotzen. Ich habe den Route zum Tuning-Shop markiert, wo die besten... Gut, ja, ich soll vorm Rennen in den Tuning-Shop. Jetzt nicht mal meine Reihenfolge. Übrigens gibt es in der Stadt auch einen Styling-Shop. Es kann nicht schaden, wenn später... Oh, okay, wir fahren zu einem Leistungsteile-Shop. Ich hätte ja gerne... Ich wäre ja ein bisschen... Ich fahre ein Civic. Ich sehe mich schon ein bisschen so in der Racer. Im Racer-Field. Ich sah mich da. Ich will mich da als Racer sehen. Schade das nicht. Na gut. Wir fahren mal rüber. Ich muss sagen, so optisch finde ich das jetzt gerade gar nicht unansprechend. Ich meine, ich spiele das gerade auf meinem 32-Zoll Curve-Monitor. Und klar, das ist natürlich jetzt kein Need for Speed Forza oder irgendwas, aber für das, was es sein will, ich sag, wie es ist. Fürs Handy finde ich das fein. Auch wenn ich sagen möchte, dass mein iPhone ein bisschen Temperatur in meiner Hand entwickelt. Also, bei den kalten Wintermonaten weiß ich, dass ich meine Heizung nicht mehr anmache, einfach weil meine PCs das hier heißen, also als weil meine Hände heizen, wenn wir KX Street spielen. Auch ein Punkt. Valide. So. Ich finde das mit der ganzen Neonbeleuchtung hier ganz cool. Ich glaube, das Spiel spielt auch, glaube ich, nur in der Nacht. Ich weiß nicht, ob es so Tag-Ding gibt. Wir schauen mal. So, hier ist ein Tuning-Shop. Es gibt mir halt so schöne... Also muss sagen, es gibt mir halt so Oldschool Need for Speed Underground-Vibes, wenn ich zu Shops wieder hinfahren muss und so. Also, ich muss sagen, KX Street befriedigt meinen inneren Need for Speed Underground-Freund. So. Ich wollte mir irgendwas sagen, aber das Spiel... Ja, jetzt. Fahre dein Fahrzeug zu Tuning-Shop und sieh dir an, welche Teile du einbauen kannst. Das wird dir die Rennen erleichtern. Schön, dann kannst du für sie ein gutes Geld verdienen. Hier hast du etwas Geld, das sollte für ein paar Verbesserungsteile reichen. Nächstes sage ich dir, wie du an Rennen teilnimmst. Ich warte draußen auf dich. So, das ist unser Shop. Hier ist unser Fahrzeug. Können wir schön drüber rumgucken, was ziemlich cool ist. Wir haben Motor-Upgrade. Da haben wir... Was können wir hier kaufen? Jetzt muss ich mal hier durchblicken. Was haben wir denn? Wir haben Motor. Und darin haben wir... hier können wir Motor tauschen. Oh, stimmt, es gibt ja Motorswaps. Die sind nebenbei aber jetzt auch bei KX Drift Racing drin. Also das ist jetzt nichts hier für exklusiv für das Spiel. Der KX Drift Racing hat im letzten Update jetzt auch Motorswaps bekommen. Als Update. Da können wir verschiedene Motoren ein. Ein BR26. Mann, woran könnte der wohl angelehnt sein? Ich erwarte einfach mal, dass man die Buchstaben vorne tauschen könnte. Und dann könnte sich der RB26 ergeben. Dann haben wir einen HQ37. Ich finde gut, dass die Motoren dann einfach 1:1 aussehen, wie die aus dem Auto, wo sie kommen. JZ2 GT. Mein Gott, was für ein Motor könnte das sein? Und ein LSS. Ja, komisch auch. Genau, Motor können wir tauschen, Getriebe können wir auch tauschen. Oh, hier können wir auch mehr Gänge reinballern, okay, das geht auch. Karosserie können wir noch machen, Aufhängung, Räder. Da können wir dann verschiedene Breiten kaufen. Mischungen. Noch mehr Mischungen? Das ist jetzt mal vorder Hinterachse, würde ich behaupten. Und hinten auch nochmal, ja, das wird vorder Hinterachse sein jeweils, genau. Dann haben wir noch Aufhängung vorne, hinten, die wir tauschen können. Ist ganz geil, dass du achsweise tauschen kannst und nicht nur komplettes Fahrwerk reinschmeißen musst. Okay. Getriebe können wir. Getriebe auch upgraden, das was wir drin haben. Karosserie können wir halt Aero-Teile anbauen. Also ein bisschen die Karre aerodynamischer machen, ohne dass man sieht. Also die Aero ist rein. Rein theoretisch. Optisch können wir halt die Karre optisch so tunen, wie wir wollen, ohne dass das eine Auswirkung hat. Und hier beim Motor können wir Zylinderkopf, wir können Treibstoffsystem, wir können Motorblock, wir können Abgas. Also ich sag mal, Tuning-Möglichkeiten, Performance-Tuning kann man sich nicht beschweren. Ich glaube, die Auswahl ist groß genug. Ich würde sagen, wir machen erstmal nichts. Bewertung richtet sich nach Teilen und Tuning-Kits. Klasse ist das Verhältnis von Gewicht und Leistung. Es gibt Klassensystem. Verbesserung von Motoren und Karosserie verbessern die Fahrzeugklasse. Getriebe, Karosserie und Aufhängung und Styling beeinflussen die Bewertung. Tausch ist das Ersetzen einer Komponente ohne Übertragung der eingebauten Teile. Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dass wir die Teile dann nicht übernehmen können. Okay, wir gehen aber erstmal raus. Ich würde das Geld mit dem sparen, weil ich glaube, unser Civic dürfte, weil es ein krasser Civic ist und VTEC as fuck hat, außer sein Restrennen locker so gewinnen. Wo steht denn die Dame? Da steht sie doch wieder. Geh mal sanft Gas, das muss ich mir mal angewöhnen, weil dann komme ich auch zum Stehen vor allem und fahre auch nicht direkt über die nächste Kreuzung. Du bist bereit, da sehe ich mich absolut. Jetzt kannst du in Rennen teilnehmen. Tritt im Club White Juniors bei, sie haben Fahrzeuge in deiner Klasse. Hier sieh dir das Street in der Karte an, um den Club beizutreten. Hier ist etwas Geld, den sie verlangen, eine kleine Gebühr. Wir sehen uns bald, aber jetzt habe ich erstmal wichtige Dinge zu erledigen. Bis dann. Hör auf mit den Kack-Smileys. Bitte, tu mir den Gefallen. So, wir sollen auf die Karte gehen. Und da unten sind die White Juniors. Da sind sie doch. Guck mal hier, die mit den Hallo. Den White Juniors, dankeschön. Clubs in Sunset City. Kühne Rennfahrer in Sunset Grün auf Clubs. Anscheinend. Ich weiß nicht, ob das eine Umfrage ist. Willst du beitreten? Hältst du dich für gut genug? Bereite ein oder zwei Fahrzeuge vor, zahle die Aufnahmegebühr und zeig allen, was du kannst. Klassenbewertung des Fahrzeugs müssen die Bedingungen des Clubs erfüllen, damit du aufgenommen wirst. Ein Sieg gegen den Boss bringt nicht nur eine Belohnung, sondern auch Zugang zu Elite-Rennen, was für jeden Rennfahrer einen großen Karrieresprung darstellt. Okay. Wir folgen zu den Juniors. Tritt dem Club mit diesem Fahrzeug bei. Kostet mich nebenbei 500. Machen wir mal. Wir treten mal bei. So. Jetzt bin ich beigetreten. Und jetzt... Sind das die Juniorin?
Ah, das sind die Rennen der Juniors. Okay, jetzt habe ich die Rennen von den Jungs, Mädels. Wo bin ich denn gerade? Da oben bin ich. Dann würde ich sagen, fahren wir doch mal zu dem Rennen hin, oder? Route. Dann fahren wir mal das Rennen an. Gehen wir mal zu unserem ersten Rennen. Unser schönen Civic. Und wenn wir das gemacht haben, würde ich sagen, gehen wir zum Optik-Tune-Teile-Laden, weil was wäre nicht eine erste Folge eines Tuning-Rennspiels mit nicht ein bisschen Rice? Ein bisschen Reis unserem Civic hinzufügen. Ich meine, er schreit doch schon regelrecht. Dieser Wagen möchte ein bisschen Reis dazu bekommen. Das bekommt er auch. Aber ich bin doch erstmal so vom ersten Eindruck, jetzt bin ich mal gleich aufs Rennen gespannt, doch ein bisschen begeisterter, als ich reingegangen bin. Weil ich muss sagen, ich bin sehr zurückhaltend hier reingegangen in das Game. Weil, wie gesagt, die Entwicklungsgeschichte und die Release-Geschichte ja so ein bisschen holprig war, einfach mal ein Jahr verschoben. Und jetzt ist man auch noch nicht sicher, ob überhaupt alle Versionen außer dem iOS zeitnah mal kommen. Und sowas halt, ne? Also es gibt ja, wie gesagt, ein bisschen holprig. Man kann, ich glaube, die Jungs und Mädels haben sich auch vielleicht ein bisschen übernommen mit dem Projekt in der kurzen Zeit. Weil es ist halt was anderes, einen Closed-Track-Drift-Racer zu machen oder ein Open-World mit KI und Tuning-System und Story. Ihr merkt, der Umfang ist ein bisschen anderer. Aber na gut, wir gehen mal ins Innenstadt-Sprintrennen rein. Gibt mir $1,000, kann man das geben? XP 10 Stück. Sogar mit kleiner Katzi. Oh, die sehen aber sick aus, die Kisten. Die haben schon geile Auspuffrohre, schießen schön Flammen und ich habe meinen Civic. Naja, wird schon gut gehen. Das ist das erste Mal ein KI-Rennen, ne? Bei KX Drift Racing gab es KI? Gerade, ich glaube nicht, ne? Bin mal gespannt, wie Jungs und Mädels hier so drauf sind. Natürlich werden wir viele Autos und Tuning-Teile aus KX Drift Racing wiedersehen, was ja nicht schlimm ist. Das Spiel hat einfach eine brutale Auswahl. Das nicht hier rüber zu kopieren, war einfach maximal verworfene Arbeit. Weil das Ding basiert ja auf derselben Engine. Und wir führen gerade einfach mal. Problem ist, die Nitro-Taste ist... Ich glaube, da Nitro ist da. Ne, da ist die Nitro-Taste. Okay. Ah, ich muss... Okay, man muss selber wieder drücken, wenn man stoppen will. Wenn ich einmal drücke, mache ich die Nitro-Flasche halt auf, wie sich das gehört. Und wenn ich mich entscheide, die nicht mehr zuzumachen, ballert der die halt komplett quer durch. Das wollen wir vielleicht vermeiden. Erstmal ein bisschen reinkommen. Unser Civic untersteuert nämlich. Es ist sehr ungewohnt, KX-Spiel zu spielen, ohne die Karre hier so Kurve quer zu werfen. Aber das ist hier der Fall. Hier wird schön über die Vorderachse geschoben. So, ein bisschen Nitro einmal durchprügeln. Dann geht sich Nitro wieder auf. Ja, ne? Haben wir gerade zu vorder. Oh, wir haben gerade einen schönen Schuss davon gelassen, sag ich mal so. Jo, Nitro lädt sich während des Rennens wieder auf, wenn wir im Gegenverkehr und so fahren. Okay. Wir können es auch an Tankstellen aufladen, aber ich sehe jetzt noch nicht so den Zweck davon, wenn das auch wirklich das Rennen ganz normal auflädt. Ah. Aber natürlich, die Spritkomponente fällt mir gerade so ein, ist natürlich die Bezahlkomponente des Spiels. Ja? Man kann natürlich jedes Mal Geld dafür bezahlen oder Werbung gucken. Und da das Spiel ja, wie gesagt, Free-to-Play ist, muss ja irgendeine Bezahlkomponente reinkommen. Und Rennspiele haben grundsätzlich auf Handy, auf Mobile-Geräten das Bedürfnis, das über Sprit oder so oder Reparaturdinger zu regeln. Wow, bisschen flotti. Aua. Kurze Laterne umgehämmert. Oh, Gegner 2 kommt ein bisschen ran. Müssen wir hier nochmal nicht durchjagen. Ich glaube, wir haben auch nicht mehr so weit, ne? Da vorne ist das Ziel. Oder? Das ist der Checkpoint. Ich bin nicht sicher, aber es müsste das Ziel sein schon. Komm, das ist der Sieg. Ne, ist nicht das Ziel. Doch, da ist das Ziel, oder? Boah. Ja, da haben wir unseren ersten Sieg hier. Guck mal an. $1,000, XP. Irgendwas levelt man anscheinend auch. Mit Level 2 gibt es irgendwie. Ich denke mal, das ist für den Club. Oder ich weiß nicht, ob es das Gesamtranking oder Clubranking ist. Müssen wir gleich mal schauen. So, wir gehen mal auf die Karte. Wir haben... Ist das eine... Das ist eine Styling, ne? Styling-Shops. Die coolsten Kids. Da fahren wir doch gerade mal hin. Wir fahren mal gerade zum Styling-Shop. Ich habe ja gesagt, ich habe jetzt gerade ein bisschen Kohle. Und die wird natürlich direkt... Oh, Golf 2. Ach, guck, ihr fährt zweier Golf rum. Moin, Digga. Würde ich mir aber auch gerne als Auto ins Spiel wünschen. Na gut. Wir weisen jetzt... Wir machen ein bisschen was an unserem Civic, müssen wir ja machen. Es ist ja ein serienmäßiger Civic. Die Clubs verachten uns doch hier, sonst geht doch nicht. Okay, da sind viele Bordsteinkanten, das sollte ich vielleicht sein lassen. So, Styling Shop, rein da. Schauen wir doch mal vorbei bei den Jungs. Styling, wähle einzigartige Tuning Kits und baue sie ein. Styling erhöht die Fahrzeugbewertung und Lackierung, wähle eine vorgegebene Farbe oder erstelle ein eigenes, wähle Material für die Lackierung. Jedes Teil kann in einer eigenen Farbe lackiert werden. Styling erhöht die Fahrzeugbewertung. Wähle Tuning Kits oder verwende ein vorgegebenes. Das ausgewählte Tuning Kit wird auf das Fahrzeug angewendet und automatisch zum Einkaufswagen geschickt. Du kannst den Kauf und den Einbau des ausgewählten Tuning Kits im Einkaufswagen abbrechen. Lackiere den ganzen Wagen oder einzelne Teile. Verwende eine vorgegebene Farbe oder stelle deine eigene. Ausgewählte Farben sind bereits im Einkaufswagen. Premium-Farben, Farben, ein unverwechselbares. Okay, das untere Satz macht keinen Satz Sinn. Wer sich ja fragt, nee, das Ding hat natürlich keine lizenzierten Autos, ist nur maximal frech, mit was für Fahrzeugen sie hier durchkommen und bisher anscheinend noch keinen Stress bekommen haben. So, wir können komplette Kits kaufen hier von verschiedenen CBW. Oh, was ich aber sehr interessant finde, im Gegensatz zu KX, die Autoteile, die wir anbauen, sind erstmal unlackiert. Was ja Sinn macht, weil du kaufst meist kein lackiertes Bodykit. Aber die Kits sind schon... Oh, böser Blick, mashallah. Oh, clear taillights und... Ui.
Vordere Stoßstange. Warum ist vordere Stoßstange? Nee, Stock. Da gehen bei denen nur. Ah, nee, bei dem gehen hintere Stoßstange geht dann nicht. Geht das nur beim Kit? Ah, wenn ich ein Kit habe, werden die unlocked. Okay, das läuft ähnlich wie bei KX. Nee, jetzt doch nicht mehr. Jetzt geht's doch. Okay, vergesst es. Okay, ich weiß nicht warum. Ah, mit dem Bodykit war das gelockt. Ihr seht ja, bei dem Bodykit werden die Stoßstangen gelockt. Je nachdem, welches Bodykit wir wählen, gibt es die Teile wieder frei. Okay, wir können ja mal kurz durchgucken. Verschiedene Hauben gibt es zur Auswahl. Das ist ganz geil. Stoßstangen haben wir auch. Oh, mit dem Lade, mit der Kühler vorne, der ist geil. Aber es kostet halt auch 4000. Also ist ja nicht gerade, nicht mal gerade so billig. Aber das gefällt mir. Ah, okay. CBW geht nur mit dem kompletten Bodykit. Ich krieg so ein bisschen. Das gibt mir wirklich Need for Speed Vibes hier mit gelockten Bodykits. Karosserie. Ah, da können wir dann die kompletten Verbreiterungen direkt kaufen. Okay. Benötigt Erweiterung? Okay, auch nicht. Türen? Was kann ich bei Türen denn machen? Ah, mit anderen Leisten, okay. Scheinwerfer könnten wir vielleicht machen. Oh, das kostet. Ah, guck mal an. Die kosten Echtgeldwährung. Also eine Echtgeldwährung. Ich denke mal, kann sein, dass man die auch in-game verdienen kann, aber. Wird, denke ich, schwieriger werden. So, Rückleuchten. Ah, das sind wieder CBW. Das ist die CBW-Erweiterung wieder nötig. Schade. Weil ich hätte gerne Kofferraum. Felgen, Stock, BSBS. Ah, hier gibt es die ganzen Felgenhersteller dann. Alter, 7000. Okay, jetzt, wir sollten ein bisschen Geld erstmal verdienen. Ist ganz schön teuer alles. Holy shit. Aber CBW? Ich brauche das CBW-Bodykit theoretisch, ne? Das Grund-Bodykit brauchst du hier für die meisten Sachen. Ja, dann kannst du die anderen Rückleuchten wählen, ja. Die passen bei dem Stock Bodykit nicht rein. Aber das CBW kostet einfach mal 6000, ne? Das müssen wir aber wenn einbauen. Dann können wir. Dann sind unsere Tuning-Master-Möglichkeiten auf jeden Fall deutlich, deutlich größer bei dem Auto. Aber Papa hat gerade keine Kohle. Wir müssen jetzt ein bisschen Geld verdienen. Das kostet doch ein bisschen mehr. So, Fahrzeug lackieren. Was kostet eine Lackierung? 600. Das können wir mal machen. Das Gelb ist zwar geil, aber. Können wir einzelne Teile lackieren? Schön roten Civic. Standard, was haben wir hier für Auswahl? Metallic, kostet ein bisschen mehr, aber Metallic, ich muss sagen, Metallic-Lack sieht natürlich schon in der Nacht jetzt bei der Beleuchtung geil aus. Ja, wir machen eine lila Civic, ich sag wie es ist, wir bauen eine lila Civic. Ja, das kaufen wir einmal. Karosserie machen wir jetzt noch nichts, weil wir keine Kohle haben, aber der Civic ist schon mal lila. Da sehe ich mich. Lila Civic, da sehe ich mich sehr, das machen wir auf jeden Fall. Das will ich auf jeden Fall haben. So, wir sagen, wir fahren auf jeden Fall noch mal ein, zwei Rennen, weil wir brauchen noch ein bisschen Reputation für den nächsten Level. Und dementsprechend, wir haben hier drüben noch ein Junior-Rennen. Ne, das ist ein Junior-Startpunkt-Hopper, mein Fehler. Was ist das hier? Sprint, okay. Scrape from Tower. Irgendeine andere Aufgabe. Aber ich würde erstmal ein Junior-Rennen. Ach, jetzt habe ich hab mich teleportiert aus den Scheiß. Ne, Autohändler. Ah, ich bin zum Autohändler automatisch gegangen. Ja, da gucken wir mal anders rein. Wir gucken jetzt noch nicht in den Autohändler rein. Das spoilern wir also nicht so sehr. Da habt ihr gerade ein bisschen was gesehen, aber da wollte ich gar nicht hin. Ich habe jetzt außerdem, glaube ich, Kohle gerade ausgegeben, ne? Scheiße. Oder? Nee, hab ich nicht. Okay. Literhaus. Hier kann man verschiedene Häuser kaufen. Ah, das, hier ist zum Beispiel über mir, seht ihr gerade schon eine Paid-Möglichkeit. Aber wie gesagt, ich bin damit fein, weil, wie gesagt, das Ding sonst kostenlos ist. Und Spiele müssen sich auch irgendwie finanzieren. Entwicklung kostet Kohle. Ich bin damit fein, wenn es irgendwie. Sagen wir mal. Sachen gibt, mit denen sie das finanzieren. Solange es nicht Pay to Win ist und nicht die geilen Sachen alle vorenthalten werden oder die geilen Sachen, wenn sie Geld kosten sollten, trotzdem auch mit Ingame-Sachen dann spielbar sind. Wie gesagt, wir haben ja diese eine Währung jetzt zum Beispiel bei den Rückleuchten sogar. Da hoffe ich zum Beispiel halt, dass das natürlich dann auch Sachen sind, die wir Ingame earnen können. Von mir aus dauert es halt ein bisschen länger, aber. Wie gesagt, bisher sehe ich jetzt noch nichts, was mich erstmal davon abhält, dieses Spiel Free-to-Play viel zu spielen. Kann das sein, dass du, wie gesagt, mit Echtgeld natürlich viel schneller an Kohle kommst. Ich denke, der Grind wird ein bisschen höher sein, wenn du einfach so spielst, aber wir schauen mal, wir werden das in den nächsten Folgen rausfinden. Also keine Sorge, das wird ein richtiges Let's Play werden, weil ich wirklich Bock drauf habe. Also ich bin wirklich hyped drauf, weil ich will Tuning-Rennspiele, wisst ihr, das ist mein, da habe ich so einen soften Spot. Nehmen wir jetzt einen Breitbau-Eclipse. Nur einen Breitbau-Eclipse? Oh Gott, ich krieg die Fresse poliert, oder? Aber mit Nitro, ich glaube, das ist eine gute Idee. Oh, der Eclipse ist sick. Ah, unser Eclipse-Boy neben uns ist einfach ein klassischer Weißer. Dinger, keine Leistung, sieht nur maximal wild aus. Okay. Ein Weißer-Boy, kann ich den noch haben? Ja, das funktioniert nicht so wirklich. Mein Civic ist nicht stark genug. Na gut, dann rammen wir ihn vielleicht einfach nicht und fahren einfach ein faires Rennen.
illegale faires Rennen. Also was ist da schon fair? Ich meine, es gibt keine Regeln. Es gibt sicher ein Gentleman's Agreement, wo man sagt, okay, hey, Bro, bitte halte dich an ein bisschen Regeln. Wir können es zwar nicht verbieten, weil wir können die Cops nicht rufen, aber weißt du, wie ich meine. Gegenverkehr fahren und Geschwindigkeit hilft auf jeden Fall, um seinen Boost wieder aufzuladen. Also immer schön voller Gegenverkehr ballern. Oh nein, wir haben uns reingedreht. Nein! Boah, Junge, dreht er sich schnell. Ja, umdrehen, ich weiß, sag's mir nicht. Oh ja, komm, derselbe Punto-Fahrer nochmal. Ja, und nochmal, ey, der will unbedingt Versicherungsschaden draus machen, der Mann. Ja, da wurde mir gerade einfach Versicherungsschaden angedreht. Glaub's nicht. Ich bin mal gespannt, wie lange wir mit einem Tank kommen. Wir haben schon ein bisschen Sprit verbraucht. Wenn wir sich wieder sagen, unser Civic ist, ich sag mal so, mit der Kilometerdistanz wieder gefahren sind und wir jetzt schon einen Sprit verbraucht haben. Ich will nicht sagen, unser Civic schlecht abgestimmt ist, ein absolutes Spritmonster ist, aber das Ding schluckt schon gut. Also hier wird schon ein bisschen den Sprit durch den Motor geprügelt. Ob es jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht. Krieg ich dafür auch Geld? Ich sammle während des Fahrens auch Kohle. Sehe ich jetzt gerade. Das ist ja auch wie bei KX Drift Racing. Dass du während des durchs Rennen fahren Kohle sammelst. Sehe ich gerade, dass wir die ganze Zeit Geld machen. Das ist ja geil. Was auch praktisch ist, weil ich gerade verloren habe. Ich muss das irgendwie anders wieder reinkriegen. Aber geil, man kriegt einfach durch Fahren Kohle. Auch nicht schlecht. Da gibt nur 5 XP leider. Schade. Ich hätte jetzt gerne noch ein Level-Up gehabt. Oh, schicker Skyline nebenbei hier. Aber das ist nur ein Auto, was hier rumsteht. Das ist kein Drive. Wir können Skylines fahren, aber das ist kein Skyline, den wir fahren können. So rum. Das wollte ich sagen. Haben wir hier noch ein Rennen in der Nähe? Ich glaube, wir haben sogar ein Rennen direkt ums Eck, ne? Hier ist ein Sprint, dieses Palm City Cruising. Ich weiß nicht genau, was das für Rennen sind. Ich würde ja gerne noch ein Junior-Rennen fahren, aber dann haben wir da oben ist das noch, ne? Komm, das machen wir noch. Da fahren wir jetzt noch hin, komm. Ein Rennen machen wir noch. Ein bisschen extra lange erste Folge, ne? Muss man sich auch mal gönnen. Und dann machen wir die Tage auf jeden Fall weiter. Also ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Das Ding hat natürlich jetzt keine krasse Story oder sowas, aber ich finde die Progression, die es hat, vollkommen ausreichend. Ich habe Clubs, gegen die ich antreten muss, wo ich mich hocharbeiten muss. Und wenn ich ein krasser Motherfucker bin, darf ich gegen den Boss antreten. Dann gibt es cooles Cash und dann kriege ich Clubs, wo ich höhere Rankings haben muss. Dafür kaufe ich mir neue Autos, tune die wieder. Also erstmal das Grundsystem. Damit bin ich sehr fein. Bin ich wirklich sehr fein. Damit komme ich sehr gut klar. Und es spielt sich erstaunlich gut und läuft auch erstaunlich rund. Also wir spielen jetzt so auf höchsten Einstellungen jetzt auf dem iPhone. Wie gesagt, mein iPhone ist ein brutaler Handwärmer jetzt, also wirklich, ist es lächerlich, wie heiß das Handy wird. Wie gesagt, es läuft ganz gut. Hier sind also kleine Mikrohuckler, aber ich finde jetzt mein Spielerlebnis ist nicht negativ beeinträchtigt. Dafür, dass ich es auf dem Handy spielen kann, wie gesagt, ich spiele es ja jetzt am PC, am Monitor, weil ich es ja für euch aufnehme, aber wenn ich überlege, dass ich das sonst einfach unterwegs am Handy spielen kann, muss ich sagen, für ein Handy-Game, ehrlich, das ist geil. Kann man sich nicht beschweren. So, jetzt mal gucken, ob ich mal wieder ein Rennen gewinne oder wieder die Fresse poliert bekomme. Mein Gott, die übertreiben es ja auch mit dem Spiel. Ach, der Civic neben mir, Junge. Ganz wilden Boys hier. Und ich hier einmal mit meinem Stock Civic, den ich einfach nur lila lackiert habe, weil ich die Farbe ganz schön fand. Also, schicke Autos haben sie unter der Haube. Also noch nichts. Ich habe einfach den Wagen lila lackiert. Ich fand die Farbe ganz schön. Die glitzert so schön. Was ich vorher noch gesagt habe, das Spiel spielt nur in der Nacht. Sagte ich, während ich jetzt Rennen am Tag fahre. Ja. Aber ja, Dämmerung. Ich glaube, es wird kein helliger Tag. Aber jetzt wird es ein bisschen ruckelig hier. Wow. Aber ich glaube, es liegt ein bisschen an der Temperatur vom Handy. Das haben sie auch schon angesprochen, das wird noch optimiert. Also sind noch dabei, das Ding ein bisschen weniger hardwarefressend zu machen, dass die iPhones nicht irgendwann eben... Du gehst ja leider, wenn die irgendwann heiß werden, gehen die ja so ein bisschen in einem Überlebensmodus. Das ist eigentlich explodieren. Und schmeißen halt ein bisschen CPU runter oder lassen nicht mehr so viel Power zu. Dementsprechend werde ich natürlich jetzt hier keine 2-Stunden-Sessions machen, weil ich genau weiß, erstmal brennen mir meine Hände danach und ich habe auch mein iPhone. Platz 1 davon aber auch gerade ganz wild am Wegballern, ne? Der gönnt mir auch gar keinen Sieg gerade. Komm schon, Bro. Positiv ist alles bisher Sprintrennen, ne? Das Spiel weiß, was ich als Renntypen mag. Keine Rundkurse. Ja, vielleicht sollten wir... Ich glaube, wir sollten nächstes Rennen... Oh, shit. Okay. Schön Überschlag. Ja, danke, Leute. Ist cool. Die Rennen laufen bisher gut. Nachdem ich einmal gewonnen habe, habe ich einmal verloren, habe mich dann einmal überschlagen. Reden wir nicht drüber. Das wird noch. Es wird noch Zeiten kommen, wo ich besser werde. Wir verdienen halt so noch nicht wirklich viel Kohle. Und ich will gerne Kohle verdienen, weil wir wollen das Auto ja krass tunen. Wir kriegen hier gerade mal $300 für. Das ist halt... Ah, sehr wenig. Kombo verloren, ja. Wir müssen auf jeden Fall noch ein paar mehr Rennen fahren. Die Juniors wollen noch ein bisschen was. Abgeschlossene Rennen. 1 von 11.
Okay, um den Boss zu besiegen, ich denke, das ist. Es ist die Dame über uns, die heißt Roxy Foxy. Ich würde mir über die Namenswahl dringend Namen Sorgen machen, aber muss ich 11 Rennen gewinnen? Ja, wir haben 1 gewonnen. Das Gute ist, wir sind an einem Upgrade-Shop. Ich würde vermuten, da können wir nächstes Mal wunderbar direkt weitermachen und unserem Wagen vielleicht ein bisschen Performance-Upgrades geben und nicht der Wiser sein, den ich sonst immer bin. Ich glaube, das Spiel möchte mich darauf hinweisen, vielleicht machst du es nicht. Und nebenbei habe ich Fehler gemacht, Autohändler ist hier oben. Ich habe gar nicht mich irgendwo hingeportet. Ich würde sagen, nächste Folge gucken wir da mal rein. Ich habe gerade schon Lada gesehen, glaube ich. Das ist wild. Nächstes Mal weiter. Erstmal ein bisschen den Wagen ein bisschen upgraden und dann für die Juniors weiter Rennen machen. Und vielleicht auch mal einen Blick in den Autohändler werfen. Das machen wir nächste Folge auch, weil da bin ich auch ein bisschen heiß drauf, dass wir mal gucken, was wir so machen können. Aber Frontantrieb, Gripgefahr in einem KX-Spiel funktioniert erstaunlich gut. Hätte ich nach KX Drift Racing nicht gedacht, dass ich das fahrphysikmäßig hinbekomme, bin ich gar nicht drauf eingegangen. Das fährt sich sehr angenehm, muss ich wirklich sagen. Ich bin aber wieder raus für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ganz gerne einen Daumen rum, da würde ich mich selber freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video hier bei KX Drift Racing, wenn es weiter mit den Juniors geht. Haut rein, bis dann. Und tschüss. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, extra, read about it. I'm today's trying to tap it. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They trying to black on my blessings. They thought I lost a stepping. I bet on me and my team.